Warst du beim Friseur? Ja, ja? Sieht gut aus, gell? Ja, ja. Wann macht er fertig? Im Gegensatz zu dir wachsen mir die Haare auf dem Kopf und kommen nicht zu der Nase und zu den Ohren raus wie dir. Aber jetzt macht er mich direkt sprachlos. Oh, wenn ich wüsste, wie einfach das geht. Oh. Mensch, Digga, wenn du heute so gut drauf bist, du Schatz, vielleicht können wir uns noch so einen richtig schönen Abend machen. Genau das habe ich vor. Hey, glaub dir, Kreis, der Halbkarl, Eugen, wenn du jetzt den Menschen kennst, schon einen auf schwäbische Midlife-Crisis machen, dann hast du die Dicht. Wenn ich sage, wenn du mal ins Kino gehst und dann sagst, nein, ich will auf dem Sofa liegen, dann kann ich wenigstens umschalten, wenn das Programm nicht gut ist. Und wenn ich mal sage, dass du mal wieder Klamotten kaufen kannst, dann bist du viel da, dass du mit mir nicht in die Stadt gehen musst. Diese sanft ansteigende Hügel. Oh. Und dann gingen sie über in so lange, flache Ebene. Und endet in so geheimnisvolle Lagune. Mein Gott, bist du halt wieder gesprächig? Ich sag doch gar nichts. Ja, das ist es ja. Immer schwätze wie ein Buch und von dir kommt nichts. Käthe, wenn man so lang verheiratet ist wie wir zwei, versteht man sich doch auch ohne Worte. Du willst mich ohne Worte verstanden? Ja? Du verstehst mich halt, wenn ich alles dreimal zu dir sag. Du sagst doch immer, dass das Geld sinnlos auf der Bank rumliegt. Und das will ich auf keinen Fall, dass dein Geld sinnlos auf der Bank rumliegt. Ich kann doch den nicht so leiden lassen, aber... Denkst du jetzt gleich, wie ich auch denke? Ja, mein Schatz, ich glaub schon. Gut, machst mir auch zwei. Einen mit Fleischkäse, einen mit Leberwurst und einen Kalt 20.